Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir versuchen wieder zwei Spiele zu gewinnen. Wenn wir es schaffen würden, die zwei Spiele zu gewinnen, dann hätten wir sogar Gold 3 geschafft. Aber erstmal schauen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war mit schwarzen Hosen. Ich komme darauf echt nicht klar. Okay, guter Spieler, gute Spieler, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Wants to watch James Rodriguez. Ach stimmt, den will ich auch mal testen als ZOM. Von dem habe ich auch viel Gutes gehört. Ja, ein bisschen blöd, dass wir jetzt noch kein Tor geschossen haben, als die Verbindung unterbrochen wurde. Hauptsache, wir haben Verträge verloren. Geil, geil, geil. Okay, ich hoffe mal, also das Blöde ist, das Team vom Gegner könnte jetzt zwar schwächer sein, das wir bekommen, aber wir wissen ja nicht, wie der Gegner spielt. Also es könnte ja sein, dass wir jetzt einen spielstärkeren Gegner bekommen. Könnte auch sein, dass wir einen spielschwächeren Gegner bekommen. Warum brechen jetzt alle ab? Mal gucken, ob der auch Bundesliga spielt. Nein. Er spielt ein klassisches Jesus-Lacazette-Team. Martial, Mkhitaryan. Mal gucken, ob er dieses breite 4-1-2-1-2 spielt, aber ich denke schon. So, jetzt konzentrieren wir uns und schießen ein paar Tore mit. Vor allem Gnabry hat Bock. Oh, er fängt tatsächlich ab, hätte ich nicht gedacht, aber er macht hier einen Fehler. Den wollte ich logischerweise nicht passen. Ziemlich zerfahrenes Spiel bisher. Oh, krass! Dass er den trotzdem macht mit seinem linken Schwachen. Aus dem Winkel, das ist ja unglaublich. War halt auch ein kleiner Fehler vom Gegner, der muss ihn halt einfach klären. Nice. Okay, 1-0. Konzentrieren. Schade, aber schön gespielt mit Gnabry. Ja, ich wollte eigentlich eine Ecke provozieren, deswegen habe ich auch einfach geschossen. Hätten fast noch einen Abpraller bekommen. Schön gemacht mit Ginter. Sehr schön. Oh, es müsste schon so lange 2-0 stehen. Weil er aber auch
auch nicht rausklärt. Er muss eigentlich schon alleine deswegen jetzt noch ein Tor fressen. Na also, Bailey, Alter, was ist denn los mit dir? So geil, der Typ. Er fühlt sich auch immer so nice an, diese Schüsse von ihm. Also, wenn er so weiterspielt, wird er der beste Außenmittelfeldspieler. Was ist denn hier los? Guckt euch das an hier, aus dem Fußgelenk, no look im Endeffekt, oder fast no look und nicht lange Eck geschossen. Ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt und versucht halt irgendwie zu zielen. 2-0, wenn es so weitergeht, bricht der Gegner ab. Wir sind auch da klar bessere Spieler und er spielt auch gerade beim Rausspielen ziemlich schlecht. Jetzt hat man ein bisschen Glück. Okay, da habe ich ein bisschen scheiße gedribbelt. Ich dachte, also den Pass kann man geiler spielen. Und gerade ein Arangis, der einen super geilen Passwert hat. Da kommt gar nicht in die Spur, der Kollege hier. Oh, was macht er denn? Rutscht unten durch. Da musst du doch zum Volley ansetzen. Abgefangen mit Ginter, der mal seine Zone verlassen hat, aber leider habe ich scheiße weitergespielt. Macht aber auch immer die total offensichtlichen Pässe, durch sich das bisher sehr leicht verteidigen lässt. Zu weit der Pass, Bailey, schade. Danke. Da wusste der Gegner erst nicht, was er machen sollte, aber hat es dann doch mal ganz gut gelöst. Ich will jetzt keinen Anschlusstreffer, da wird es wieder viel zu spannend. Genau das wollte ich halt nicht haben. Jetzt hat er sich abgezeichnet und naja. Ich habe es probiert, ich glaube, mehr kann ich da nicht machen. Es war einfach... Ich bin einfach nicht mehr rangekommen hier. Den Ball gut mitgenommen und ja, was will ich da machen? Ist zwar nicht verdient, dieser Anschluss, aber es ist halt FIFA 18. So, Kollege, erstmal den alten Vorsprung wieder hergestellt. Jetzt hat er eigentlich dieses Psch machen müssen, das wäre dir gut gepasst. Ich gehe jetzt mal auf sehr defensiv, damit wir nicht wieder den Anschluss fressen. Ist aber absolut verdient, dass wir hier führen.
Gucken, ob der Gegner irgendwas umstellt. Sehr schön gemacht mit Goretzka. Abgefälscht noch von Arangis. Aber kein Abseits, nice. War der eigene Mann, der den komplett in Richtung Tor kippt. Auch nicht schlecht. So, er lässt da Ginter ziemlich alleine, deswegen. Wollte ich eigentlich Ginter anflanken, aber dann macht's doch Sokrates. Er sich sehr ausgiebig freut, jetzt bricht der Gegner ab. Sehr geil. Damit sparen wir Zeit. Da können wir eigentlich auch mal so eine Aufnahme nutzen, wo der Gegner abbricht, um drei Spiele zu machen. Müssen wir am Ende nicht machen. Sokrates, Gnabry, Bailey und Vorlagen. Ah, auch wieder Bailey, Goretzka, Kimmich. Nice. Ja, Bailey, bester Mann, würde ich sagen. Macht sein Zeug. So, jetzt brauchen wir noch einen Sieg für Gold 3. Dann haben wir zumindest das Minimal, das absolute Minimalziel erreicht. Dann bin ich erstmal zufrieden. Gerade bei dieser Weekend League, wo ja ich totales Handicap habe. Aber jetzt kommen auf Garantie auch wieder bessere Gegner, von daher wird es schwer, noch diesen einen Sieg einzufahren. Haben wir zumindest erstmal wieder ein gutes Team beim Gegner. Ah, Hybrid mit Jesus und Mertens. Er hat Foot Champion Mustafi gezogen. Auch nicht schlecht. Schöner Schuss mit Gnabry. Schade. Und schlecht rausgespielt. Das war nicht der Plan. Sollte klar sein. Da hätte ich echt gedacht, die macht er rein. Wenn der Arangis so lange Zeit hat zum Ziel, dann macht er meistens auch. Ähnliche Situation wie gerade eben, nur leider der Tschech ist nicht mehr da. Schön gemacht mit Sokrates. Das ist doch ein Foul, hallo! Schade. Also ein 1-0 wäre jetzt nicht wirklich unverdient, sage ich mal. Ich noch straffer aufziehen können, schade. Hätte er wenigstens wieder eine Ecke bekommen. Ball hatten wir zweimal. Absolut unverdient. Wir hatten zweimal den Ball. Er bekommt ihn halt zweimal wieder. Schade. Und das, nachdem wir hier das Spiel machen. Tja.
Schönes Lackertor, aber macht nichts. Wir waren am Drücker, wir haben genügend Chancen gehabt, ein Tor zu machen, wenn wir so weiterspielen. Machen wir mit Sicherheit auch eins. Ja, das hat er dann leider zugedeckt. Oh. Logischerweise wollte ich da nicht hinspielen. So, unsere Ecken waren ganz gefährlich. Mal gucken. Ah, abseits. Schönes Pacer-Tor. Seine Schussdeutungen waren gut, muss man zugeben. Aber ich bin immer noch dabei, unverdient, dass er jetzt hier führt, 2-0. Das ist gelb. Gibt es natürlich nicht. Ich wollte natürlich ins lange Eck schießen. So, 1-2, Fräulein. Mehr als verdient. Jetzt machen wir noch das 2-2 und dann das 3-2 und dann das 4-2 und dann das 5-2, dann haben wir gewonnen. Danke, Origi. Zum Kotzen einfach nur immer einen Schritt zu spät. Toll.
Da wollte ich. Oh, egal. Egal, wir haben noch eine komplette Halbzeit. Komm on, zwei Tore. Oh, es ist so krass, wie der Gegner echt nur viermal geschossen hat. Egal, komm, noch zwei Tore müssen wir machen. Wir stehen besser als der Gegner. Das werden wir jetzt auch auf dem Feld zeigen. Schade. Extra gelockt. Aber ich verstehe halt auch wieder nicht. Ah, ist egal, was ich nicht verstehe. Es ist ein Foul. Da wollte ich nicht hinpassen. Alter, es war doch schon wieder ein Foul. Na genau, oh ey. Egal, nicht aufregen, wir brauchen noch zwei Tore. War einfach so wert. Hat er gut gespielt. Ich merke auch, ich spiele jetzt nicht mehr gut, weil ich einfach nur zu sehr aufregt. Ja, es ist ein Foul. Oh, komm, komm, schieß einfach jetzt ein Tor, komm, hast verdient, komm. Wunderschön gespielt. Verstehe ich nicht, wie er den verschießen kann. Muss halt das 2-3 sein.
Ja, Elfmeter, sehr geil. Ich weiß nicht wofür, aber egal. Komm, jetzt machen wir jetzt rein, das Ding. Jetzt machen wir jetzt rein. Und Gnabry hatte gerade schon die Chance aufs 2-3. Ich will die Wiederholung sehen. Okay, dann halt nicht. Jetzt müssen wir noch das 3-3 machen, logischerweise. Nice luck. Nice luck. Man hat Glück, dass nicht der nächste Elfmeter ist. Wieso ist denn davon keiner? Oh Gott. Ach, und wieder mal eine unverdiente Niederlage. Na klar, es muss nochmal Abseits sein, was sonst? Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich werde jetzt direkt das dritte Spiel machen, also damit wir halt. Wobei, wie viel ist es denn? Ne, ich sehe gerade, das schaffe ich nicht, deswegen mache ich dann doch Schluss nach der Aufnahme. Ja, schade, wieder mal eine unverdiente Niederlage, aber. Manchmal verliert man halt, obwohl man besser ist, was soll's. Zweimal Arangues, Vorlagen, einmal Gnabry. Gnabry hatte das 3, das 2-3 auf dem. Fuß, klar, man weiß nicht, ob es danach trotzdem einen Elfmeter gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, dann hätten wir hier ein Unentschieden gespielt, aber schon schade. Gerade in der ersten Halbzeit hat der Gegner so wenig geschossen, also so wenig Chancen gehabt. Naja, wir brauchen jetzt noch einen Sieg aus 5 Spielen für Gold 3. Ich hoffe mal, das schaffe ich und vielleicht ist sogar noch Gold 2 drin, das wäre schön. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen realen Fußball angucken und danach werde ich dann. Danach werde ich dann, na, die restlichen 5 Spiele machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.